sind nämlich schuld daran. Wer, die Hobbs? Nein, Romeo und Julia. Die beiden sind schuld daran, dass ich mein ganzes bisheriges Leben an die Liebe geglaubt habe. Und dass du sitzen gelassen worden bist, ne? Na, dann hättest du nicht an die ganz große Liebe geglaubt, dann wärst du ja wohl auch keine Braut geworden, oder? Nein, daran sind nicht Romeo und Julia schuld. Sondern? Dass ich heute an diesem Kleid, an diesem Tag, in diesem Kleid, die bestellt nicht abgeholt, dastehe, diese Schuld trägt ein anderer. Sag mal, hast du dich für diesen Typen auch erdolcht? Ja. So wie Julia für Romeo, Harakiri? Echt? Nein. Was? Ligai. Was? Ligai muss das eigentlich heißen. Harakiri oder eigentlich Seppuku nennt man die männliche Form des Selbstmordes, die bis Mitte des 12. Jahrhunderts in Japan mit den Samurai verbreitet war. Bei Frauen heißt das aber Ligai. Oh, warum muss ausgerechnet mir sowas passieren? Oh, hast du keine Augen im Kopf? Oh Gott, Entschuldigung. Ja. Das ist mir ja gar nicht aufgefallen. Es ist nicht nur dir passiert, ja? Es gibt nichts auf der Welt, das nur einer einzigen Frau oder Mann passiert. Ist alles schon mal da gewesen. Auch am Altar stehen gelassen worden? Ja. Das tut mir leid. Schon vor einer Woche. Oh Gott! Ich habe einen Eid geleistet. Ich habe geschworen, dass ich dieses Kleid nicht eher ausziehe, bis ich jemanden gefunden habe, der mich heiratet. Ja? Und echt? Echt jetzt ohne Scheiß? Ja. Oh Gott. Nee. Ich dachte nur mal einen Scherz machen, oder? Ich meine, lässt mir lieber die Lachen mit, die Leute. Die gucken sowieso schon so komisch. Oh Gott, warum muss ausgerechnet mir sowas passieren? Hallo. Entschuldigung. Warum muss ausgerechnet uns sowas passieren? Naja, das kommt ja in der besten Familie vor, oder? Immer wieder. Weißt du was, in der ganzen Literatur, da kümmert das nicht von komischen Frauen. Zum Beispiel im Carbido von Goethe. Im Carbido. Guck mal. Entschuldigung, darf ich mal? Ich hätte doch mal mehr lesen sollen. Im Carbido von Goethe, die Marie. Hier, Seite 9. Bist du auch ein Cheeseburger? Ein Hamburger, bitte. Ich will stille sein. Jawohl, ich will nicht weinen. Aber warum auch weinen? Clavigos Liebe hat mir viel Freude bereitet. Aber was ist ihm an mir gelegen? An einem Mädchen gelegen, dem das Herz bricht, das sich verzehrt und sein armes, junges Leben ausbricht? Ich weiß nicht, dass ich das Leben das andere, das schöne Mädchen, das er mehr liebt als sie. Die Seejungfrau seufzte denn weinen und konnte sie denken. Die arme Seejungfrau. Komm, du bist gleich dran. Die Seejungfrau war anders. Clavigo. Manchmal so eine Abwasser, die Frau, ich dachte mir, das war nicht so stark drauf. Refinosina, Medea. Aufhören, keine Namen, das tröstet uns. Sie gegeben dir, wir haben uns alles gesagt. Haben uns ausgesprochen und uns was gemacht. Fühl mich wie ausgesprochen. Mir geht's nicht besser. Seh ich es in deinen Augen. Sag mal, weinst du? Oder ist das der kehr um, kehr um, du bist in einem Mörderhaus. Die Räuberbraut, Helden. Stimmt. Die Braut sieht so lieblich aus, wie ein putztes Lämpchen. Es ist doch schade um sie, oder? Halt, stopp! Weißt du was? Willst du immer noch wissen, warum wir hier sind? Scheißegal, oder? Aber dass wir beide hier wie die blöden Schafe rumstehen, also dazu sind wir doch wirklich zu schade, oder? Absolut. Weißt du, was man echt lernen kann aus der Literatur? Was? Es kommt immer anders, als man denkt. Stimmt. Ich habe keinen Hunger mehr. Darf ich bitte? Warum nicht? Das war ja heute alles so scheiße angefangen. Du wolltest Schuhe kaufen? Oh nee, weißt du was? Ich finde, heute haben wir uns schon genug mit frauenspezifischen Dingen beschäftigt. Mir wäre jetzt eher nach
Call of Duty. Ja, Ego-Shooter, finde ich. Übrigens, ich glaube, wir haben doch. Wer? Was machst du da? Ich bin hier so lange auf und ab, bis das hier ein abendfüllendes Programm wird. Das Programm wird erst noch verteilt.